Im ersten Teil des Pumpenvideos haben wir uns hauptsächlich über die Grundfunktion und die Sonderfunktion unserer Bedieneinheit unterhalten. Weiterhin haben wir die Wassergabe, aber auch die Schaumgabe besprochen, beides aus dem Wassertank. Im zweiten Video wollen wir uns ja heute mal darum kümmern, wie wir Wasser aus einem anderen Bereich holen können, der sogenannte Schmutzwasserbetrieb, und im zweiten Teil noch das Fremdsaugen besprechen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, um Wasser in das Fahrzeug zu bringen. Zum einen ist das unser Tankfüllstutzen, um sauberes Wasser in den Fahrzeugtank zu bringen. Zum zweiten ist das diese Hydrantenachse für das Schmutzwasser. Im ersten Teil bringen wir Wasser über einen B-Schlauch in das System, im zweiten Teil werden wir es über eine A-Saugleitung machen. Wenn wir es über eine B-Leitung machen wollen, die kann ja aus unterschiedlichen Quellen kommen, zum Beispiel von einer Verstärkerpumpe oder aus einem alternativen TLF, was uns Wasser bringen möchte, wo wir aber nicht wissen, woher das Wasser kommt, es also schmutzig sein könnte, gehen wir über diese Achse rein. Wir verwenden dafür im besten Fall immer ein Sammelstück, so wie dieses zum Beispiel von A auf 3B. Das hat auch den Vorteil, dass es hier drei einzelne Rückschlagklappen gibt. Das ist auch wieder vom Nutzen her, da wir immer verpflichtet sind, wenn wir auch mal aus dem Trinkwassernetz was holen, immer einen Rückflussverhinderer einzusetzen. Der erste ist im Standrohr, der zweite ist schon bei uns hier fest in diesem A-Teil verbaut. Wir hätten jetzt quasi noch die Option, den dritten zu nutzen durch das Sammelstück. Ja, des Weiteren wisst ihr alle, wenn wir aus einem Unterfüllhydrantensystem Wasser holen und da ansaugen, dann kann es natürlich sein, dass wir auch mal nicht so viel geliefert kriegen, wie wir haben möchten, und dementsprechend würden wir einen Unterdruck erzeugen in der B-Leitung. Das würde problematisch werden für das Leitungssystem. Hier entsprechend könnte natürlich das Sammelstück den Ausgleich schaffen, indem man kurzfristig auch Luft ansaugt. Weiterhin könnten hier auch zwei Quellen angebaut werden. Ganz wichtig dabei, Trinkwasserschutz geht vor. Wenn wir einen Teil aus einem Trinkwassernetz nehmen, dürfen wir den zweiten Teil nicht aus einer dreckigen Quelle nehmen, sprich irgendeine Fremdwasserquelle nutzen, die Schmutzwasser befördert. Das Ganze schließen wir dann hier an unseren A-Zugang ein. Wenn man den abbaut, sieht man auch schon, hier ist noch der zweite Rückflussverhinderer, den wir standardmäßig eingebaut haben. Wir könnten also auch mit dem B direkt reingehen, machen es aber besser immer über das Sammelstück. Ja, ich habe jetzt hier mal einen Unterfluidranten vorbereitet, mit dem gehen wir jetzt hier mit ran und können dann in dem Moment Schmutzwasser simulieren, das wir zum Beispiel aus einer anderen Quelle bekommen. Wenn wir jetzt unsere Pumpe überreden möchten, in den Schmutzwasserbetrieb zu gehen, geht das wie folgt. Wir gehen hier aus dem Hauptmenü in das Wassermenü und sehen jetzt hier auf der rechten Seite einen Teil der schon besprochenen Einstellungen. Zum einen ist da jetzt aber auch der zweite Punkt, ist der sogenannte Schmutzwasserbetrieb. Pumpe direkt mit Wasser versorgen, mit einem Ausrufezeichen. Dieses Ausrufezeichen ist aus gutem Grund da. Es muss einem halt klar sein, dass wir jetzt mit Schmutzwasser arbeiten. Sollten wir so Funktionen benutzen wie zum Beispiel Tankfüllen, die auch weiterhin funktioniert, schicken wir Schmutzwasser in den eigentlich sauberen Wassertank. Das sollten wir also tunlichst unterlassen. Diese Funktion ist nicht gesperrt. Man kann das machen, wenn einem sehr sicher ist, dass man aus einem Hydranten zum Beispiel Wasser bekommt. Aber man muss halt genau darauf achten, wann man das nutzt und wann nicht. Auf der linken Seite ist die Pumpe nochmal abgebildet. Und im Normalfall ist im ersten Moment, wenn ich auf Start drücke, immer der Wassertank die jeweilige Wasserquelle. Sprich, drücke ich auf Start, geht sofort das Tankventil auf und flutet die Pumpe. Wir wollen jetzt aber den Schmutzwasserbetrieb einschalten und dementsprechend können wir auch bei ausgeschaltetem Motor schon den Schmutzwasserbetrieb anwählen und sehen jetzt hier, wie dann dieser Zugang eingeschaltet wird. Das Wasser aus dem Unterfüllhydranten geht jetzt schon mal in die Pumpe rein. Ja, also wir haben jetzt die Pumpe quasi aus diesem Eingang heraus schon teils unter Wasser gesetzt. Das Ganze wird hier nochmal extra angezeigt, dass wir jetzt im Schmutzwasserbetrieb sind. Wir sollten also tunlichst mit diesem hier verfügbaren Tank über Pumpe füllen Knopf aufpassen, denn im Zweifelsfall schicken wir dann dreckiges Wasser in die Pumpe. Wenn wir jetzt soweit sind, wir haben also unsere Wasserversorgung aufgebaut, haben die Pumpe dazu gebracht, den Schmutzwasserbetrieb zu fahren, und auf der rechten Seite haben wir jetzt schon ein Hohlstrahlrohr angebracht, um das zu simulieren, dass wir den Ausgang gleich mal nutzen wollen. Der ist jetzt noch zu, aber den können wir dann gleich mal aufdrehen. Wenn wir soweit sind, können wir jetzt das Fahrzeug auch, da es ja schon im Zündungsmodus ist, also die Zündung ist an, Feststellbremse ist an, es ist kein Gang drin, können wir von hier aus wie gewohnt starten. Ja, das mache ich jetzt einfach mal, ich drücke hier auf Start. Motor geht an. Nebenantrieb und Pumpe kuppelt sofort mit ein. Jetzt ist natürlich der Schmutzwasserbetrieb schon vorgewählt. Dementsprechend wird jetzt auch nicht das Tankventil geöffnet, sondern der Schmutzwassereingang wird genutzt. Und die Pumpe springt sofort in das Ausgangsmenü, um den jeweiligen Schnellangriff zum Beispiel zu steuern. Wir haben jetzt schon 2 Bar am Ausgang und können jetzt ganz normal hier diesen Ausgang aufmachen.
Wir können jetzt also mit der Pumpe so arbeiten. Wir haben aber weiterhin auch im Schmutzwasserbetrieb die Überhitzungsschutzfunktion. In diesem Fall ist dann natürlich in dem Moment nicht das Bypassventil zum Tankzurücklauf offen, sondern in diesem Fall wird dann nach unten hin ein Ventil geöffnet und wird die Pumpe mit frischem, in diesem Fall dann wahrscheinlich kaltem Wasser neu versorgen und dementsprechend die Überhitzung abwenden. Wenn wir dann fertig sind und somit unser Löschziel erreicht haben, können wir die Pumpe wie vorher auch schon einfach ausschalten. Wir können allerdings auch, und das ist auch interessant, jederzeit, beziehungsweise bei Leerlauf sollten wir das machen, also nicht bei 10 Bar, können wir die Pumpe wieder umschalten auf den normalen Tankbetrieb. In dem Moment, wo wir einfach nur den Schmutzwasserbetrieb ausschalten, wechselt die Pumpe intern automatisch wieder auf den Tankbetrieb. Dann läuft teilweise unten ein bisschen Wasser raus, damit kein Wasser in den Frischwasserkreislauf kommt. Aber wir können das jederzeit machen, wie gesagt, nicht bei Vollgas 10 Bar, nur bei niedriger Drehzahl oder Leerlaufdrehzahl. Ich bin jetzt also fertig. Ich mache die Pumpe jetzt einfach ganz normal aus, ja, und mache das jeweilige Abgangsventil wieder zu und kann dann ganz normal meine Pumpe wieder weiter nutzen oder ausschalten. Nachdem wir das Schmutzwassersaugen jetzt gezeigt haben, wollen wir jetzt noch ein Level weitergehen und machen das Fremdsaugen. In diesem Moment brauchen wir natürlich ein offenes Gewässer oder einen Saugbrunnen. Deswegen sind wir mal verlegt und haben uns an einen Löschwasserbrunnen bzw. Saugbrunnen gestellt und eine A-Saugleitung an den jeweiligen Pumpeneingang angeschlossen. Um das gleich zu zeigen, haben wir die Wasserabgabe simuliert hier über einen B-Abgang und ein Hohlstrahlrohr, damit man sieht, dass auch wirklich Wasser rauskommt. Anders als im reinen Schmutzwasserbetrieb müssen wir jetzt ja zusätzlich noch die Pumpe und die Entlüftungseinrichtung aktivieren. Das machen wir am besten gleich am Anfang, bevor wir die Pumpe starten, denn dann wird das automatisiert. Andernfalls müssten wir diesen Knopf für die Entlüftungspumpe die ganze Zeit gedrückt halten. Es geht aber ganz einfach. Wir wechseln auch wie beim Schmutzwasserbetrieb hier in das Wassermenü und haben jetzt hier den Punkt Fremdsaugen als drittes. Da ist so eine kleine Nase oben an dem Knopf oben dran, zeigt uns, da ist noch ein Untermenü. Wenn ich da drauf drücke, wechseln wir in das Fremdsaugen-Menü und sehen sofort hier die Pumpe und hören es hinter mir auch schon zischen, denn er hat in dem Moment, wo ich drauf gedrückt habe, sofort den Pumpeneingang hier aktiviert. Das sieht man in diesem Piktogramm hier wunderbar, dass hier direkt einmal der Pumpeneingang hier linksseitig aktiviert und geöffnet wurde. Das gleiche zeigt er mir hier auch nochmal an. Der mittlere Punkt ist für das Fremdsaugen über Hydranteneingang, das ist diese Achse hier. Weiterhin sagt er mir noch als Information, das Rückschlagventil anzukuppeln, den Sauglauf anzuschließen, auch das haben wir erledigt, und können jetzt die Taste zum Ansaugen betätigen drücken. Das ist die Taste hier drunter. Das ist also sozusagen die Entlüftungspumpe. Wenn wir die jetzt drücken, dann leuchtet die grüne Anzeige im Hintergrund schon mal vorher auf. Das heißt, wir haben jetzt das Fremdansaugen vorgewählt und sobald wir jetzt die Pumpe einschalten, wird sofort die Pumpe eingekuppelt und die Entlüftungspumpe sorgt dafür, dass die Luft aus dem Sauganschluss ausgepumpt wird und das Wasser angesaugt wird. Das geht so lange, bis die Pumpe Wasser hat und dann 2 Bar im Abgang anstehen, dann kann sofort Wasser gegeben werden. Wichtig hierbei, wie gesagt, man muss es vorwählen. Andernfalls muss man, wenn man es im Betrieb erst drückt, so lange gedrückt halten, bis dann der Druck erzeugt wird. Wir können das Ganze beobachten auf unseren analogen Anzeigen. Hier oben im Pumpeneingangsdruckmenü in der Anzeige sehen wir ja den Unterdruck und sehen dann auch, wie die Pumpe ansaugt und wie sie dann irgendwann reagiert, dass sie auch Wasser hat. Wenn wir soweit sind, sind wir soweit klar und können jetzt ganz einfach die Pumpe starten. Motor geht an, Pumpe kuppelt ganz normal über den Nebenantrieb wieder ein. In diesem Fall wird jetzt aber auch gleich der Schmutzwasserantrieb genutzt und die Entlüftungspumpe springt an und zieht uns sofort hier aus dem Sauganschluss die Luft raus. Und man sieht das wunderbar. Das dauert natürlich einen Augenblick. Wir haben hier 3 Sauglängen plus den Saugbrunnen selber. In diesem Moment hat die Pumpe also jetzt aufgehört zu entlüften, weil die Wassersäule jetzt bis in die Pumpe steht. Die Anzeige wechselt sofort wieder in das Druckausgangsmenü und wir können jetzt die Schnellangriffe oder halt, wie wir es vorbereitet haben hier, den jeweiligen Pumpenabgang öffnen. Ja. Und mit der Situation haben wir jetzt ganz normal Pumpe mit dem jeweiligen Sauganschluss und Abgabe über Abgänge. Wenn wir das Ganze jetzt fertig haben und sofern auch fertig sind, Kommando wieder rückwärts, natürlich die Abgänge wieder ausschalten, im Zweifelsfall aber, wenn es nötig ist, auch einfach sofort auf Stopp drücken. In dem Moment bleibt die Pumpe ganz normal stehen, zeigt uns wieder an, spülen, Löschmitteltanks auffüllen und dann können wir das Pumpenmenü sofern verlassen und haben die Pumpe wieder in einem geregelten Zustand.
Ja, die Wassersäule steht in diesem Fall jetzt noch an bis hier oben. Wir könnten also kurzfristig weiter saugen. Zusätzlich zu unserem A-Hydranteneingang auf der linken Seite haben wir hinter dieser Abdeckung hier noch einen zweiten Eingang. Das ist der sogenannte Zentraleingang. Der ist hier in der Anzeige als Fremdsaugen über Zentraleingang bezeichnet. Wenn wir den mal aufmachen, sehen wir dahinter direkt eine Klappe. Diese Klappe wird über diesen mechanischen Hebel hier an der linken Seite bedient. Und wenn wir den jetzt aufmachen, sieht man direkt auf dem Piktogramm hier, wo jetzt noch der linke Eingang geschaltet ist, also offen ist, durch das Fremdsaugen-Hydranteneingang, kann ich den aufmachen. In dem Moment bekommt der Vorrang. Und wir sehen sofort, dass das hier umgeschaltet hat auf den jeweiligen Zentraleingang. Der ist jetzt aktiviert und der Nebeneingang, dieser Hydranteneingang hier links bezeichnet, ist jetzt zu. Heißt, jetzt können wir hier genauso unseren Saugschlauch ankuppeln oder unser Sammelstück ankuppeln und darüber gehen. Das Ganze ist der gleiche Effekt, nur dass hier einmal ein bisschen tiefer, ein bisschen höher ist. Jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit, beide zusammen zu nutzen. Dafür gibt es hier Fremdsaugen Maximallast. Wenn ich den drücke, werden beide Abgänge gleichzeitig aktiviert. Nur zur Info. Bei einer Nennhöhe von 3 Metern Saughöhe und 10 Bar Ausgangsdruck schafft die Pumpe so mit beiden Saugeingängen bis zu 3700 Liter Wasser pro Minute. Das Ganze können wir natürlich auch wieder zurückmachen. Wenn wir jetzt wieder den Eingang sperren, geht er wieder aus. Es bleibt ganz normal der Fremdsaugeingang über den Hydranteneingang aktiviert und wir können darüber arbeiten. Wenn wir nun fertig sind und sozusagen abbauen wollen, dann haben wir jetzt ja immer noch die Wassersäule hier in der A-Leitung. Genauso, wenn wir hier mit dem Sammelstück rankommen, dann haben wir da ja auch noch Druck drauf, beziehungsweise steht immer noch der Pumpendruck hier an. Wir müssen also einmal ein Ventil an der Seite öffnen und im einfachsten Fall einfach die Entleerung von der Pumpe nutzen. In dem Moment gehen ja die Ventile auf, ja, und sämtlicher Druck wird über die Parallelventile oder die Aufgänge abgebaut und irgendwelche Wassersäulen laufen dann zurück. Anschließend können wir ganz gefahrlos und drucklos die Pumpe wieder außer Betrieb nehmen. Wenn das Entleeren abgeschlossen ist, wieder auf Entleeren drücken und danach ist die Pumpe wieder einsatzbereit.